Neben mir sitzt Rechtsanwalt Tobias Gall. Wir befinden uns hier vor dem Landgericht Berlin. Diesen netten Mann ist Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen worden. Und in erster Instanz ist er tatsächlich vom Richter schuldig gesprochen worden, weil der Richter ganz einfach sagt, ich glaube vier Polizisten eher als einer einzelnen Person, in dem Fall einen Rechtsanwalt, einen Unbescholtenen, der in seiner ganzen Laufbahn sich noch nie etwas zu Schulden kommen lassen hat. Hallo Tobias. Guten Tag, ja. Wie fühlt sich das für dich heute an, in der Berufung zu sein? Und wie fühlt sich das überhaupt an, mit so einem Vorwurf konfrontiert zu sein? Ja, also generell ist es in der Tat so, dass man als Anwalt, ich bin ja auch als Verteidiger tätig, eigentlich erwarten sollte, dass man damit gelassener umgeht als die Mandanten. Das kann ich aber nicht wirklich bestätigen. Also auch in erster Instanz war das für mich eine Sondersituation, wo ich nicht sozusagen so entspannt und gelassen war oder sein konnte, wie ich das sozusagen als Profi bin. Aber in dieser Instanz, jetzt in der Berufungsinstanz, sind die Erfolgsaussichten so hoch, das sage ich immer ganz kühn, dass ich wirklich gelassen bin. Das ist schon so. Ganz kurz erzählt muss man ja dazu sagen, dass du eine große Rolle da gespielt hast, sozusagen meine Retter in der Not geworden bist faktisch. In erster Instanz hatten wir eben kein Video von dem Geschehen, sondern nur Polizeibeamte, die nach meiner tiefen Überzeugung, das sage ich auch so, die Unwahrheit gesagt haben, also Unwahrheit schon bei der Strafanzeige zugrunde gelegt haben. Und die haben dann auch in der Hauptverhandlung fast ein ganzes Jahr oder über ein Jahr sogar nach der angeblichen Tat exakt das ausgesagt, was sie immer behauptet haben, also in der Anzeige schon geschildert haben. Und ich habe halt das exakte Gegenteil beschrieben, auch detailliert ausgeführt, habe mich also zu den Vorwürfen auch eingelassen im Verfahren, mit der Folge, dass der Richter gewissermaßen verurteilen musste, ja, weil er gewissermaßen aus Prinzip Polizisten glaubt. Darauf ist die Justiz auch etwas angewiesen, muss man sagen. Ja. Aber es war dann schon eine harte Ohrfeige für mich. Also es ist schon auch eine echte Belastung, wenn ein Anwalt wegen einer Gewalttat, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, ist ja eine Gewalttat, verurteilt wird. Und das bei einer Corona-Versammlung, das ist schon heftig. Ja. Und dann, jetzt kommt deine Rolle, deine dankenswerte Rolle, haben wir noch am selben Tag der Verurteilung ein Videogespräch gemacht, wo wir das alles geschildert haben. Also du hast ein Video aufgenommen, wo wir das alles geschildert haben und haben eben dabei aufgerufen, ob jemand vielleicht doch ein Video von der Szene hat. Und das ist uns dann von Captain Future, Michael Bründel, zugegangen. Ich glaube auch wirklich am selben Wochenende noch oder so. Also es war sofort da. Und mit diesem Video, was völlig ungeschnitten die gesamte Szene zeigt, ist eigentlich der Freispruch fast schon garantiert. Ja. Der Freispruch ist das eine und das, was dich natürlich interessiert, aber ich glaube, du hast ja auch dieses Studium bestimmt mal begonnen, weil du Gerechtigkeit suchst. Womit ist denn in dieser jetzigen Zeit, in diesem Rechtsstaat 2023 zu rechnen, was den Polizisten, die vorsätzlich solche Unwahrheiten, Aussagen gemacht haben und damit in Kauf genommen haben, dass du möglicherweise deine Zulassung als Rechtsanwalt verlierst, was ist denn für die, womit müssen die rechnen, wenn das sich jetzt rausstellt? Ja, also das ist ein langes, kompliziertes Thema. Da könnten wir jetzt anderthalb Stündchen, oder ich könnte jetzt anderthalb Stündchen reden, weil das natürlich im Moment, in den letzten drei Jahren und eben immer noch im Moment das große, mein großes Thema ist, diese Rechtsstaatskrise. Man muss sagen, in der Quintessenz hat sich gerade bei den Versammlungen gegen Corona-Maßnahmen, insbesondere auch in Berlin, am stärksten und eindeutigsten gezeigt, dass wir von einem liberalen Rechtsstaat jedenfalls zeitweise in einen illiberalen Polizeistaat geraten sind. Ja. Also auch die Rechtsprechung, die Strafgerichtsbarkeit hat da viel Unglück angerichtet, nach meiner Überzeugung. Da werden eben auch politische Überzeugungen in einem gewissen Maße zugrunde gelegt, und zwar unkritisch gewissermaßen vorausgesetzt. Die
Jedenfalls Berliner Polizeiführung hat sehr früh Versammlungen gegen Corona-Maßnahmen gewissermaßen versammlungsrechtlich zu bekämpfen versucht, mit unredlichen Mitteln, unlauteren Mitteln, rechtswidrigen Mitteln. Im Kern handelt es sich um eine meinungsspezifische Vorgehensweise. Also man wollte diese Meinungen eben nicht im öffentlichen Raum vertreten wissen, sondern man wollte alle Mittel und Wege nutzen, damit diese Versammlungen aufhören. Ja. Das ist eine schwere Rechtsstaatsverletzung, finde ich, und zwar systemisch geradezu. Das ist ein Skandal, den wir noch in der weiteren Auswirkung noch weiter verfolgen und aufdecken und hoffentlich dann auch mal einer breiteren Diskussion zuführen können, weil daraus kann man sehr viel lernen, wie auch demokratische Rechtsstaaten eben in fast schon totalitäre Bahnen geraten. Also, und da sind einige Polizisten, ich bin immer noch sehr gerne dabei, die Polizei als solche nicht einzubeziehen, beziehungsweise in Bausch und Bogen zu verwerfen. Aber in Berlin gibt es einige Einsatzhundertschaften, die auch von der Politik, von der Senatsverwaltung auch in dieser Weise gewissermaßen eingerichtet wurden, die eben das, wie die immer sagen, Rechtsquerdenkermilieu in anderer Weise anfassen, als sonstige Versammlungen eingefasst werden. Also die große Richtung war dabei, dass man Versammlungen gegen Corona-Maßnahmen wegen Maskenverstößen und Abstandsverstößen gewissermaßen als Gefahrenquelle sieht, im Sinne des Gefahrenabwehrrechts. Das ist eine Abstrusität. Dazu musste man aber eben Polizeitruppen finden, die diese Versammlung dann eben polizeirechtlich gezielt stören, was ein Skandal ist, weil es gibt den Grundsatz der Polizeifestigkeit des Versammlungsrechts. Die Polizei darf erlaubte Versammlungen nur schützen. Ja, also die Grundrechtsausübung sozusagen gewährleisten, unterstützen und eben schützen. Und das ganze Gegenteil haben sie gemacht. Und da haben sich viele Polizisten gefunden, die auch nach meiner Überzeugung falsche Beschuldigungen erhoben haben von Anfang an. Ermittlungsverfahren wurden daraufhin eingeleitet. Und ein solcher Fall bin ich. Ich bin nicht der Einzige, aber also in diesem Ausmaß, auch mit der Verurteilung in erster Instanz, gibt es, glaube ich, nicht viele oder gar keinen. Da haben wir natürlich dann, als wir das Video hatten, versucht, die Polizeibeamten gewissermaßen auch einem Ermittlungsverfahren auszusetzen. Das fand auch statt. Aber da wird, obwohl die Aussagen der Polizeibeamten durch das Video eindeutig widerlegt sind, ohne jede Frage. Da gibt es keine Deutungen oder so, sondern es sind einfach Handlungen nicht vorgekommen, die behauptet haben. Also das sind schwere Straftaten, gerade für Polizeibeamten. Aber die Staatsanwaltschaft Berlin hat da eine schützende Hand drüber. Und das Ermittlungsverfahren gegen den Haupttäter, es sind allerdings mehrere, ist derzeit eingestellt. Und ich hoffe schon sehr darauf und setze auch darauf, und das ist auch mein Anliegen in der Berufungsinstanz, dass das sich nochmal ändert. Weil jetzt wird in einem ordentlichen Gerichtsverfahren sehr deutlich werden, weil die Zeugen, die Polizeizeugen müssen alle nochmal aussagen, dass sie eben der Wahrheit zuwider ausgesagt haben und falsche Verdächtigungen ausgesprochen haben von Anfang an. Das kann jedenfalls einen Polizeibeamten, den ich da vor Augen habe, dessen Namen ich aber jetzt nicht sage, auch die Beamten Stellung kosten. Das wäre auch richtig und gerecht, weil wenn wir Polizeibeamte haben, die systematisch gewissermaßen auf politisches Geheiß hin solche Straftaten begehen, dann wird man nicht mehr ernsthaft von einem krisenfesten Rechtsstaat sprechen können, sondern das ist dann schon ein sehr grundlegendes Strukturproblem. Ich finde auch, dass man nicht übertreibt, wenn man von ersten totalitären Zügen spricht, in diesem Moment, wo ein Rechtsanwalt, der sich auch zur Erkennung, also du hast dich ja auch erkennbar gemacht mit deiner Rechtsanwaltsweste, das heißt, mit seinem Rechtsanwaltsausweis auf dieser Demonstration. Das heißt, diese Polizisten wussten, dass hier ein Rechtsanwalt steht vor ihnen. Und trotzdem haben sie ihnen so eine
unverhältnismäßige Maßnahme reingeführt und er hat sich zu keiner Zeit gewehrt. Er ist mitgelaufen, selbstverständlich. Und dann entsteht so ein Gebrüder Grimm-Märchen daraus. Und das muss man sich immer vor Augen halten, auch für unsere Zuschauer da draußen. Völlig egal, ob sie Querdenker sind, ob sie auf Palästinenser-Demos gehen, ob sie für den Frieden oder auch für die Klimasituation demonstrieren. Wenn irgendwann ihre politische Gesinnung nicht mehr passt, ist dieses System in der Lage, das Recht so zu biegen, dass Rechtsanwälte plötzlich Straftäter sein können und dass plötzlich wegen der Ahndung von Ordnungswidrigkeiten Menschen behandelt werden wie schwere Straftäter, in enge Zellen gesperrt werden, in Transporter reingefercht werden, erkennungsdienstlich behandelt werden, wovon ich auch ein Lied singen kann, mit Fingerabdrücken, Schuhgröße und Seitenprofil, um einer Strafe von 60 bis 80 Euro bei einer Ordnungswidrigkeit zu entgehen oder beziehungsweise diese festzustellen. Das ist alles das neue Deutschland und dem stellen wir uns ganz klar entgegen, oder Tobias? Ja, ganz entschieden. Also diese Begrenzung sozusagen der Meinungsfreiheit muss man auch noch mal ein bisschen schärfer formulieren. Ja? Also ja, gerne. Grundrechtsausübung, so war die Praxis in den letzten 3 Jahren. Die Grundrechtsausübung wurde faktisch als Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung behandelt. Die individuelle Ausübung des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit wurde mit Ordnungswidrigkeiten Anzeigen beantwortet. Es wurden diese Maskenpflichten gewissermaßen zur Grundlage genommen, um in erlaubte Versammlungen, angemeldete und auch sonst erlaubte Versammlungen, gezielt einzugreifen und sie zu stören, also Leute da rauszugreifen in Massen, damit die Versammlung gewissermaßen gar nicht sich entfalten kann. Das ist vielleicht, also den Begriff Totalitarismus, der ist sehr komplex und den würde ich in anderen Zusammenhängen Ich habe noch kein anderes Wort dazu. Wie könnte man das sonst auch nennen? Diktatur oder wie? Was ist denn das, wenn ein Staat so übergriffig ist gegen friedliche, unbescholtene Bürger? Ja, das ist dann eben schon ein Polizeistaat. Ja. Natürlich hat das totalitäre Züge oder einen totalitären Ansatzpunkt, zu sagen, die Politik, die Regierung, eine staatliche Gewalt, hat jetzt in diesem Gesundheitsthema abschließende Entscheidungen getroffen. Die lassen sie jahrelang nicht mal mehr diskutieren und gegen die darf man auch nicht seine Meinung erheben. Ja. Das kennt man eigentlich nur aus totalitären Staaten. Ja. Im Ergebnis war es nicht so. Es ist ja ihnen nicht gelungen. Spätestens die Montagsspaziergänge haben das gewissermaßen gedreht. Und bei der Abstimmung über die Impfpflicht merkte man dann auch, dass der Souverän eben sich doch durchsetzen kann. Dort ist ja dann mehrheitlich die Impfpflicht abgelehnt worden. Das hat was mit den öffentlichen Protesten zu tun. Das hat die Abgeordneten erreicht. Darum leben wir eben doch nicht im Totalitarismus. Aber Politik und Verwaltung hat schon sehr geliebäugelt mit den Mitteln des Totalitarismus. Und gerade bestimmte Polizeiführungen und auch sozusagen Mannschaften haben da auch mitgewirkt und gewissermaßen den rechtsstaatlichen Faden verloren. Das muss man so sagen. Ja. Und es ging eben nicht nur 60, 80 Euro, sondern man hat ja mit Vorliebe auch 250 Euro festgesetzt, weil nur über 250 Euro ist sozusagen die Rechtsbeschwerde zulässig. Ja. Und ich sage qui mal y pense, also ein Schalk, der das sozusagen erkennt. Also das hatte alles Methode, damit man auch die Rechtsprechung gewissermaßen einbinden kann. Das waren schon sehr, sehr merkwürdige Methoden. Ich habe gerade vor kurzem mit einem Kollegen von mir einen Text veröffentlicht. Da geht es eben um die Hamas-Demonstration. Also ich sehe das mit Ekel, muss ich sagen. Die Pro-Hamas-Demonstrationen würde ich mich nie beteiligen und finde die dort vertretene Meinung schier unerträglich. Der Artikel sagt aber dennoch, das müssen wir aushalten. Jeder Staat muss das aushalten, auch die Bürger müssen das aushalten, dass völlig unvertretbare Meinungen im Rahmen der Versammlungsfreiheit ausgesprochen werden. Das ist ja der demokratische Diskurs. Und wenn wir jetzt gewissermaßen auch wir Widerständigen
Corona-Maßnahmengegner sagen, diese Demonstrationen müssen verboten werden, kommen wir vom demokratischen, rechtsstaatlichen Tugendpfad ab. Ja? Ja. Wir müssen diese Demonstrationen erlauben, wir müssen die Meinung dort überhaupt nicht befürworten oder auch nur bekömmlich finden, aber man darf jetzt nicht sozusagen dieses Gegenhalten aufgeben, sondern wir müssen unsere verfassungsmäßigen Rechte als souverän ausüben und auch dafür eintreten, dass das auch abwegigen Meinungen gestattet ist. Eine Demokratie muss das aushalten, das ist richtig, und trotzdem ist auch zu unterscheiden, ohne dass ich jetzt da genau mit dir ins Detail gehen möchte, das geht zu sehr vom Thema weg, dass pro Hamas nicht zu vergleichen ist mit diesen pro Palästina-Demonstrationen. Einer, der für Palästina demonstriert, hat nicht automatisch die Verbindung oder solidarisiert sich mit den Hamas, sondern diese Menschen, ich habe auch da welche gesprochen, möchten einfach nicht, dass denen ihre Verwandten und lieben Menschen auf diesen Gazastreifen jetzt ermordet werden, denn das ist alles andere als Selbstverteidigung, was da passiert, wenn Mütter und Kinder einfach ermordet werden, um das mit irgendeiner Selbstverteidigung zu rechtfertigen. Auf beiden Seiten kostet es Menschenleben, und das ist etwas, was zu verurteilen ist. Und das möchte ich nur einfach hier mal für den Zuschauer erwähnen. Hamas ist nicht gleich eine Pro-Palästina-Demonstration. Da gehst du hoffentlich mit. Da gehe ich mit. Ich glaube, man schreibt das zurzeit Rousseau zu, diesen Ausspruch. Ich kann ihre Meinung in keinem einzelnen Punkt teilen. Auch deine Meinung, die du äußerst, das teile ich in keinem einzigen Punkt. Aber ich würde mein Leben, so hat Rousseau gesagt, das machte man damals so ein bisschen heldenhafter, ich würde mein Leben dafür geben, dass sie ihre Meinung vertreten können. Und da würde ich auch meine ganze Überzeugung, meine ganze Professionalität, meinen beruflichen Ethos dafür geben, dass auch diese für mich unbekömmliche Meinung vertreten werden kann. Das muss nicht eine Demokratie aushalten, sondern das macht die Demokratie aus, dass wir Meinungen, die die Mehrheit schwer erträgt, trotzdem aussprechen können, damit vielleicht auch der wahre Kern darin, wenn es einen gibt, sich die Chance bekommt, in dem Meinungsbildungsprozess sozusagen aufgenommen zu werden. Würde das mich ist der Vorteil der Demokratie, dass dieses hochchaotische, diffuse Verfahren eben wahrscheinlich, das ist unser aller Überzeugung, also es ist demokratische Grundüberzeugung, wahrscheinlich die besten Ergebnisse und die besten Meinungsbildungsprozesse sozusagen bedingt, dass man alles sagen kann, was man will, und sich versammeln kann, gewaltfrei, ohne beleidigend oder sonstige Straftaten zu begehen, aber eben die reine politische Meinung unabhängig von ihrer Akzeptanz äußern kann. Dafür stehe ich leidenschaftlich und will mich im Übrigen jetzt in diesem Zusammenhang auch mit dem Palästina-Problem nicht weiter auseinandersetzen. Genau. Bin da in der Tat ganz anderer Auffassung, aber da sprechen wir vielleicht mal gesondert drüber, wenn es mal möglich ist. Aber jetzt heute hier geht es ja um deinen Gerichtsprozess. Und da nochmal für die Zuschauer, die bestimmt auch ganz ungeduldig sind, warum wir jetzt beide überhaupt hier sitzen und nicht mit Ergebnissen um die Ecke kommen. Erzähl mal, wie gerade der Stand ist, warum wir überhaupt hier gerade in der Kantine sitzen und sprechen können. Naja, es hat zwei Ursachen. Die eine Ursache ist gewissermaßen, dass die drei entscheidenden Belastungszeugen, alle Polizeizeugen, kurz vorm Termin oder schon ein bisschen länger vorm Termin plötzlich festgestellt haben, dass sie heute nicht können. Dazu war aber sowieso schon ein Auffangtermin vorbereitet, weil das hier nicht selten ist, wenn man viele Zeugen hat. Aber zum heutigen Termin haben da ganz kurzfristig hat ein Polizeibeamter abgesagt, weil er im Urlaub sei. Das weiß er aber seit letztem Jahr. Entschuldigung, da muss ich dich mal kurz unterbrechen. Ist ein Polizist als Zeuge anders zu behandeln als ich? Also ich habe jetzt auch nächste Woche einen Zeugentermin, wo ich Thomas, den Busfahrer, als Zeuge mit, also wo ich mich damit vor Gericht begebe. Kann ich jetzt auch einfach sagen, ich habe keine Zeit und ich will lieber Urlaub machen? Oder ist das ein Unterschied zwischen dem Beamten und mir? Nee, Zeugenpflicht ist Bürgerpflicht sozusagen. Das ist auch mit Ordnungsgeldern oder Zwangsgeldern durchzusetzen. Wenn man als Normalmensch als Zeuge geladen ist, nicht erscheint oder mit einer nicht tragenden Begründung, wird man im Zweifel beim nächsten Mal vorgeführt.
sehr unangenehm, weil die Vorführkommandos gerne gegen 6 Uhr vorbeischauen oder noch früher, wie die Durchsuchungen auch. Also natürlich völlig richtig, Polizeibeamte haben da keine Vorrechte. Die Justiz ist in vielen Fällen, auch die Ziviljustiz, aber eben auch die Strafjustiz, ist auf Polizeizeugen angewiesen. Und darum haben sie natürlich faktisch eine Sonderrolle. Sie erscheinen ja auch im Zweifel in Uniform und im Dienst zum Termin. Also sie sind primus inter pares, überhaupt keine Frage. Aber in meinem Fall mit den drei Herren, die mich da reingeritten haben, mit einer unwahren Geschichte, ich sage ja bewusst nicht Lügengeschichte, da hätte ich auch gerne etwas mehr Ungnädigkeit beim Gericht erlebt. Aber die hat es auch, die Richterin, die wir heute hatten, hat das durchaus auch mit den richtigen Worten gewürdigt. Aber das war gewissermaßen nur ein Effekt, warum wir bisher noch nichts zu tun bekommen haben. Der andere ist, dass es dann wirklich ein organisatorisches Versehen gegeben hat. Da ist ein Chef ja nicht zu dem zweiten Termin schon geladen worden. Da kann er auch nicht. Hat er sich auch vorher schon abgemeldet in den Urlaub. Jetzt sucht man also gerade, wir sitzen ja noch im Gerichtsgebäude, jetzt sucht man nach Chefen, die beim heutigen Termin mitwirken können und auch bei diesem anderen. Anscheinend gibt es auch wegen des Bahnstreiks oder irgendwelcher Umstände ziemliches Chaos in der Chefengeschäftsstelle. Also wir wissen noch gar nicht, ob es heute noch weitergeht. So haben wir die Befürchtung, dass der Prozess vielleicht erstmal platzt und dann im nächsten Jahr es stattfindet. Aber ja, Optimismus bleibt. Ja, meine allerletzte Frage für den jetzigen Podcast oder wenn man sagt hier für dieses Interview. Darf ich dich fragen, was das mit dir gemacht hat? Wir haben es am Anfang schon kurz so angerissen, aber ich würde gern mal wirklich wissen, was das mit einem Menschen macht, der eigentlich nur helfen wollte, der mit seiner Rechtsanwaltsweste einfach nur dort für Rechtsstaatlichkeit sorgen wollte an diesem 21.05.2021 in Berlin und der jetzt selber in das Fegefeuer der Anklage gekommen ist. Hat das mit dir gesundheitlich, psychisch was gemacht, dass du das erste Mal wegen einer Straftat angeklagt bist? Nein, also eine psychische Verletzung, ich verhagel mir jetzt alle Schadensersatzansprüche, Schmerzensgeldansprüche, eine psychische Verletzung hat das nicht bewirkt. Ganz generell kann man sagen, das war nur die Spitze einer natürlich enttäuschenden Entwicklung, die ich in der Corona-Maßnahmenzeit erlebt habe. Ich bin ja sozusagen ein Widerständiger der ersten Stunde. Früher habe ich mich immer geärgert, wenn Kollegen oder wenn Menschen sagen, vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand. Das ist so ein Standardspruch. Ja? Man weiß nie, was man im Gericht. Und ich war natürlich mit meinem Berufsethos der tiefen Überzeugung, dass man sehr wohl berechnen kann, und das ist ein rechtsstaatliches Grundprinzip, dass Rechtsprechung auch berechenbar ist, wenn man rechtlich sozusagen weiß, was die Regeln sind, dann kann man auch eine ziemlich gute Prognose über den Ausgang des Rechtsstreits anstrengen oder formulieren. Das ist in der Tat in der Corona-Rechtsprechung ist mir verloren gegangen. Diese Zuversicht und dieses Selbstbewusstsein zu sagen, wenn ich den Fall mit guter juristischer Beurteilungsfähigkeit sozusagen einsteige, dann kann ich prognostizieren, was kommt. Die Gerichte waren, und das ist mir als Gesamterfahrung geblieben, sehr bemüht, alle staatlichen Maßnahmen, alle Corona-Maßnahmen, auch wenn sie Arbeitgeber gewissermaßen umgesetzt haben, irgendwie zu halten, irgendwie zu begründen. Und zwar auch mit Argumenten, die es so nicht gegeben hat und die so nach meiner tiefen Überzeugung juristisch auch falsch sind. Und das ist natürlich, das ist für einen Anwalt aus Berufung, ist mein Beruf und es ist auch meine Berufung. Ich bereue das auch in keiner Weise. Jetzt waren Anwälte auch mal wirklich nötig. Ja. Hat wenig genug gegeben, die sich zur Verfügung gestellt haben, dort auch gegenzuhalten. Aber inzwischen muss ich meinen Mandanten reinen Wein einschenken, dass ich das mit der Berechenbarkeit der Justiz so nicht mehr voll mittragen kann. Ja. Auch ein abendfüllendes Thema, ja, also nicht nur abendfüllend, wenn ich meine Corona-Fälle mal so durch abstrakt durchgehen würde,
was da für Fehlentscheidungen gefällt wurden, dann wäre das eine wirklich sehr, sehr lange Videoserie. Aber ja, und der Gipfel war dann eben auch die persönliche Verurteilung, Fehlbeurteilung. Also vielleicht nochmal ganz kurz in Stichworten, was da geschehen war. Gerne. Eine Demonstration, eine Versammlung hier in Berlin, Steinwurf von meiner Wohnung auch. Ich habe auch an einer Sternfahrt teilgenommen und dann eben dort an der Schlussversammlung, aber durchgängig als Anwalt. Also immer kenntlich gemacht, ich bin Anwalt. Ich bin nicht Versammlungsteilnehmer in dem Sinne. Ich demonstriere nicht mit, sondern ich versuche als Anwalt gewissermaßen Beistand zu leisten. Mit einer orangefarbenen Weste, wo hinten rechts, oder gelben Weste, wo Rechtsanwalt hinten über den Rücken fett draufgedruckt war. Fett draufgedruckt war, exakt. Also das haben die Polizisten auch alle mitbekommen. Und es ist auch nicht so, dass ich dann irgendwie aus der Menge gegrapscht wurde, immerhin, sondern ich bin dann eben Captain Future, Michael Bründel, nachgeeilt, weil der mal wieder, wie bei allen Demonstrationen, wo er im Kostüm auftrat, sozusagen gezielt rausgegriffen wurde. Ja? Das war diese Störpraxis der Polizei. Ja? Die haben den gezielt rausgenommen, weil er natürlich keine ordnungsgemäße Maske tat, aber vor allem ja, ein sympathischer Freak? Nein, überhaupt nicht. Also als Captain Future ist es ein Freak, als Mensch ist es ein sehr intelligenter Mann. Also ich würde trotzdem nicht sagen Freak, sondern eher ein Schelm gewissermaßen, im besten Sinne, ja, der auch der Staatsmacht vorführt, dass wir sie nicht ernst nehmen mit ihren Hygienemaßnahmen. Also ich fand das mit die beste Protestform, die ich mitbekommen habe. Schätze das sehr. Und der wurde eben aus der Menge gegriffen und ich bin einfach hinterhergeeilt, weil um ihm Beistand zu leisten. Also letztlich, um dabei zu sein, damit die Polizeibeamten ihn korrekt behandeln. Ja? Der Umkehrschluss ist klar, das will ich jetzt nicht als Vorwurf formulieren, weil es ja ein Verdacht nur ist, aber darum bin ich an diese sogenannte Bearbeitungsstraße getreten, habe meinen Ausweis vorgezeigt, habe mich beim Polizeibeamten vorgestellt und gesagt, ich würde gerne zu Captain Future. Ich bin Anwalt, würde ihm gerne Beistand leisten. Daraufhin holte der einen Vorgesetzten, weil er nicht umgehen konnte mit der Situation. Und der Vorgesetzte bat mich hinter die Polizeikette und hielt mir dann einen Vortrag, wie Anwälte sich verhalten dürfen. Dass sie nämlich nicht Mandate abgreifen dürfen. Völlig befremdliches Zeug, kompletter Unsinn. Und dann griff er mich plötzlich, ein Kollege von ihm auf der anderen Seite, und schleuderten mich mit ganz schöner Gewalt gegen die Hauswand, durchsuchten mich und haben mich dann eine halbe Stunde wie ein Schwerverbrecher sozusagen da gefangen gehalten. Ja? Wie ein Motorradclub, als ob man von einer Verbrecherbande praktisch hochgenommen wird und ja, die einfach nur auf ihrem Rücken das Wort Polizei stehen hatten. Du. Also das ist jetzt eine polemische Zuspitzung. Ja, aber so sieht das ja aus, wenn man mit solchen Motorradclubs Ärger hat, da wird man aus dem Nichts heraus auf einmal in eine gewaltsame Situation gebracht. Zumindest noch nicht genau. Aber in der Tat, wenn man jetzt bedenkt, meine These von vorhin, dass diese Versammlungen gezielt gestört werden sollten, wenn da dann noch Anwälte sind, die wissen, wovon sie reden, ja, dass man dann die Gelegenheit nutzt, wenn einer schon zur Bearbeitungsstraße kommt, dass man denen gleich mal eine Dreiviertelstunde kalt stellt. Ich habe noch einen Platzverweis bekommen, ja, für nichts. Also das war jetzt die Schilderung, wie es wirklich war. Ja. Daraus machten die, dass ich versucht hätte, also ich hätte mich geweigert, meinen Ausweis zu zeigen. Das war das Erste, was ich getan habe. Dann hätte ich versucht, die Polizeikette mit Gewalt zu durchdringen. Also an den Polizisten vorbeizukommen. Mit diesem Helm und dieser Armatur. Ja, also ich bin genau, es war sozusagen eine Rugby-Einlage von mir. Ja. Und dann soll ich versucht haben, verdeckt mit einem Telefon zu filmen, ja, und hätte außerdem mich aufgebracht und unwillig gezeigt und eben meinen Ausweis nachhaltig verweigert herauszugeben.
Tobias, habe man nicht durchsuchen müssen. Ja. Tobias, ich finde das unglaublich spannend und ich hoffe, wir können nachher diese Sache noch fortsetzen, unser schönes, interessantes Gespräch. Nun möchte ich, dass du freigesprochen wirst und dein Termin beginnt jetzt und wir müssen wieder in den Gerichtssaal, mein Lieber. Wenn er denn beginnen sollte. Oder? Dass du uns vielleicht den Rest der ja, klar, ich wollte schon sagen, Geschichte erzählen, Geschichten erzählen die anderen, ja, den Rest dieser wahren Begebenheit nachher noch im zweiten Interview noch weiter erzählst, wäre ganz toll. Vielleicht auch im dritten, weil Freispruch gibt es heute garantiert nicht. Also wir halten euch auf den Laufenden. Das war Tobias Gall, der Rechtsanwalt, der heute hier vor dem Landgericht in der Berufung sich verteidigt gegen den Tatvorwurf des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. So war's. Bis später. Er ist in erster Instanz auch verurteilt worden. Was sagst du dazu? Ja, er soll ja angeblich gegen den gleichen Polizisten Widerstand geleistet haben, gegen den ich angeblich auch Widerstand geleistet haben soll, und zwar im Friedrichshain Volkspark. Das war die Szene, wo ich auf dem Kletterfelsen stand und ich runterkommen sollte, was ich nicht wollte, was aber per se keinen Widerstand darstellt. Vielleicht dachten die Polizisten das, aber es ist ja auch so, dass ich mich aus einer Sitzblockade wegtragen lassen kann, ohne dass das einen Widerstand darstellt. Genauso muss ich nicht von einem Kletterfelsen selbstständig runterklettern, um mich in Gewahrsam zu begeben. Ja, das ist auch die einzige Szene gewesen, wo mir wehgetan wurde in der Corona-Zeit, obwohl ich nichts gemacht habe. Und mir wurde halt auch vorgeworfen, ich hätte Widerstand geleistet. Die Klage ging nicht durch. Ich wurde freigesprochen. Und der gleiche Polizist hat behauptet, völlig zu Unrecht, dass der Herr Gall, der Tobias, Widerstand geleistet hätte. Und das da hatte ich auch wiederum doppelt mit zu tun, weil das war die Szene im 21, wo ich ziemlich rabiat auch von der Demo einfach wegverhaftet wurde, angeblich, weil ich keine Maske getragen hatte. Ich hatte natürlich einen Attest. Aber ich bin da mit großem Tobo Waboho abgeführt worden, was dann auch die Aufmerksamkeit von Tobias Gall auf sich gezogen hat. Und der kam dann dazu, um mir zu helfen, um mir rechtlichen Beistand zu leisten. Natürlich völlig friedlich. Und ja, er ist dann auch verhaftet worden. Und ich weiß nicht, warum er Widerstand angeblich geleistet hat. Da war überhaupt nichts dergleichen. Keine Ahnung, warum ihm das vorgeworfen wird. Aber wahrscheinlich hat dieser Officer Gerlach jedem beliebig eine Anzeige wegen Widerstand einfach mal vorsichtshalber reingedrückt. Dann wurde er tatsächlich auch verurteilt wegen Widerstandes. Als Rechtsanwalt, der seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich arbeitet im Arbeitsrecht, ne? Mhm. Bei dem Termin war ich nicht dabei, aber ich habe da erfahren durch dein Video. Ne, erzähl doch was dazu vielleicht. Ja, ich habe ein Video, ein Gespräch, Interview, wie man sagt, mit dem Rechtsanwalt Tobias Gall geführt, weil mir er vorgestellt wurde und die Leute sagten, Björn, mach doch mal ein Interview. Dieser Mann sieht nicht aus wie ein Straftäter und er ist garantiert auch keiner, so wie wir es alle bereits zu dieser Zeit wussten. Und ich habe einen Aufruf gemacht mit dem Tobias Gall, den Rechtsanwalt, und habe gefragt, ob irgendjemand am 21.05.2021 auf diesem besagten Platz dieses Szenario vielleicht gefilmt hat. Und das ist der Moment, wo dann Captain Future ins Spiel kam. Genau, wir hatten zwar Aufnahmen selber gemacht an dem Tag, beziehungsweise meine Freundin Susi, und wir haben die genau in Augenschein genommen, aber diese Szene, wo der Tobias festgenommen wurde, hatten wir nicht wirklich gut drauf. Aber als wir dann einen Aufruf gesehen haben, also wir haben uns nochmal unsere Aufnahmen angesehen, aber die Susi hat dann auch irgendwo eine Aufnahme von einem YouTuber gefunden, wo die Szene dann ganz genau drauf war. Also nachdem Tobias schon verurteilt war, konnten wir das dann beisteuern zu dem Berufungstermin. Ja, inzwischen ist es dunkel draußen. Heute hier am 15. November 2023 saßen wir beide und auch noch einige Zeugen mehr als 9 Stunden in dem Landgericht in Berlin. Und der Rechtsanwalt Tobias Gall, der immer noch frisch, fromm und fröhlich neben mir steht, musste sich heute den Vorwurf, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte durchgeführt zu haben, gefallen lassen. Tobias, wie bist du zufrieden mit der heutigen Verhandlung? Hat heute hier Gerechtigkeit irgendwie eine Richtung gehabt oder wie siehst du das?
Also ich denke schon, es ist ja eine Berufungsverhandlung. Ich war jetzt sozusagen nicht mehr der Angeklagte, sondern ein erstinstanzliches Urteil wurde sozusagen auf seine Richtigkeit überprüft. Das hat deshalb sehr lange gedauert, weil es zum einen zwei Polizeizeugen gab, die ganz kurzfristig plötzlich nicht mehr konnten, sondern sich erinnerten, im Urlaub zu sein. Sehr befremdlich. Außerdem waren missgeschickt mit der Ladung eines Schöffen vorgekommen. Ist aber alles repariert worden. So warteten wir dann erstmal von 9 Uhr bis 11.45 Uhr, glaube ich. Dann ging es aber los mit einer ganzen Reihe von Zeugen. Im Grunde genommen alles Entlastungszeugen, aber auch Polizeizeugen. Wir haben das Video, was es ja Gott sei Dank von dem ganzen Tatvorwurf gibt, immer und immer wieder angeschaut, auch mit jedem Polizeizeugen durchgeschaut. Die wollten sich alle nicht so recht erinnern, also insbesondere an Entlastendes nicht erinnern, auch wenn das Video zeigte, dass sie quasi daneben standen, ist es halt alles so lange her gewesen. Das war schon ein bisschen eigentümlich. Im Februar konnten sie sich noch, oder im Januar, Februar und März diesen Jahres konnten sie sich nach rund 20 Monaten durchaus noch an Belastendes erinnern, das aber durch die Videos nochmal widerlegt war. An Entlastendes konnten sie sich heute nicht so ganz erinnern. Naja, so ist das halt manchmal. Dann hatten wir noch zwei sozusagen zivile Zeugen. Einer hat das Video gedreht, dankenswerterweise, und der andere stand gewissermaßen daneben und erinnerte sich auch genau an die Szenen. Die haben ganz klar beschrieben, dass ich da freundlich, höflich, zurückhaltend aufgetreten bin und dann plötzlich ja mehr als ruppig festgenommen wurde. Heute ist noch nicht Schluss gewesen. Ja. Es war eine angenehme Atmosphäre, eine sehr angenehme Richterin. Auch die sonstigen Beteiligten waren ganz konstruktiv. Es ging nichts. Man hatte nicht den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft da irgendwas durchsetzen will, sondern man wollte jetzt wirklich mal hören, wie es denn nun genau war. Was natürlich vor allem damit zusammenhing, dass was genau war, auf dem Video sehr gut zu sehen war. Angenehme Atmosphäre, das Stichwort gerade. 9 Stunden ist aber auch eine ganz schöne Ansage. Und ich habe auch nicht viel Entlastendes von Seiten der Staatsanwältin zu deiner Seite, zu deinen Gunsten gehört. Das heißt, wir haben da 9 Stunden um den heißen Brei gesprochen. Nein, das nicht. Das nicht. Also du siehst das anders als Rechtsanwalt. Ich sag mal so, wir sind die Verteidiger, also mein Verteidiger und ich als Verteidigungssubjekt haben natürlich die Aufgabe, das zu entkräften. Und wir haben halt dieses Video. Ja? Also wir sind einem Freispruch doch recht nah, glaube ich. Und dass da die Staatsanwältin jetzt nicht den großen Hebel ansetzt, kann ich auch verstehen. Aber man könnte angesichts der deutlichen Beweislage auch als Staatsanwältin vielleicht ein bisschen positiver wirken. Aber ich mache keinen Vorwurf. Die Atmosphäre war wirklich gut. Also auch gerade im Vergleich zu vielen anderen Strafprozessen im Zusammenhang mit dem Corona-Widerstand kann man wirklich sagen, das war eine sehr konstruktive Atmosphäre, sehr offen. Und die Richterin war ausgesprochen angenehm. Also das stimmt. Ich fühlte mich gut aufgehoben und die 9 Stunden haben mich auch nicht zermürbt, aber es gab auch keinen Anlass zu dieser Zermürbung. Jetzt geht es am 1. Dezember weiter, da kommen sozusagen die berüchtigten Belastungszeugen. Die jetzt spontan im Urlaub waren. Die teilweise spontan im Urlaub waren, teilweise schon länger abwesend gemeldet waren. Mache ich jetzt auch immer so, wenn ich zu Gericht geladen bin. Ich sage einfach, ich bin da gerade in Urlaub. Also da würde ich erstmal Polizeibeamter werden an der Stelle, sonst wird das nämlich sehr unangenehm. Also ist Recht nicht für alle gleich, nein? Naja, also okay. Strafprozessrecht vielleicht nicht ganz. Aber wie gesagt, dieser neue Termin, da kommen die Belastungszeugen, die richtig mich in die Pfanne hauen wollten. Was hoffentlich jetzt doch sehr scheitert, freue ich mich drauf. Freue mich dann halt auch auf die Entscheidung, von der ich anmaßend glaube, zu wissen, wie sie lauten muss, nämlich Freispruch. Meine Frage an dich, wie würden denn deine Chancen aussehen, wenn es dieses berüchtigte Beweisvideo nicht geben würde? Dann wären wir wahrscheinlich nicht wirklich in die Berufung gegangen oder die Erfolgsaussichten wären sehr bescheiden. Ja? Also die nicht ganz bruchlos an der Wahrheit ausgerichtete Erinnerung von Polizeibeamten in diesem Verfahren ist schon
erschütternd, das muss ich sagen. Also das hat auch mein Vertrauen in den Rechtsstaat weiter erschüttert. Jedenfalls von der Berliner Polizei würde ich sagen, es gibt schon sehr viele schwarze Schafe und da haben wir eine Ansammlung gegen uns gehabt. Also das wäre sehr, sehr schwierig geworden. Und weil wir halt auch auf der falschen Seite standen, gewissermaßen, ja. Oder auf der richtigen, wenn man heute 2023 hier die Blaulichter beobachtet. Also in Wirklichkeit standen wir natürlich immer schon auf der richtigen Seite. Das wird auch immer deutlicher, aber aus staatlicher Sicht sind wir wohl immer noch ein bisschen auf der falschen Seite. Aber, na wie gesagt, ich danke immer noch dem Videografen sozusagen, der das Video gedreht hat und der es dann auch durch deinen dankenswerten Aufruf ja uns gemeldet hat. Seitdem sind wir... Also bin ich jedenfalls sehr viel gelassener, ja. Finde es schon weiterhin ungeheuerlich, dass man so falsch beschuldigt werden kann, ja. Bin wirklich ein friedliebendes Kerlchen, da war nichts auszusetzen. Den Eindruck machst du auch auf mich, glaube, so, wenn ja. Du hier neben mir stehst, fühlt mich jetzt nicht so von deinen Gewaltaktionen bedroht. Ist ja auch ein bisschen berufsmäßig so, dass ich so versuche zu wirken. Also, dass man 2,5 Jahre darum kämpfen muss, dass auch die anwaltliche Ehre, das muss ich einfach so sagen, wiederhergestellt wird, dass ich nicht sozusagen Kontrollverluste erleide und bei Polizeibeamten plötzlich gewalttätig werde. Das ist für einen Rechtsanwalt schon eine wichtige Sache. Bei diesem Stichwort fällt mir gerade ein wichtiges, ich weiß nicht, ob ich es als Zitat wiedergeben kann, aber es hat mich sehr beeindruckt, was dein Verteidiger Samimi heute gesagt hat im Prozess. Er hat gesagt, er hat kürzlich mit einer Richterin gesprochen und hat gesagt, er fällt vom Glauben ab, wie viel Unwahrheiten gerade von der Polizei vor Gericht passiert, also wie viele Polizisten doch die Unwahrheit vor Gericht sagen. Und die Richterin hat gesagt, ja, wenn das so ist, Herr Samimi, dann können wir den Laden schließen, wenn nicht mal mehr die Polizisten zuverlässig sind in ihren Aussagen. Und das fand ich schon sehr, sehr bezeichnend, nachdem sich so viele Widersprüche heute ergeben haben, wo Polizisten tatsächlich plausibel erklären wollten, dass sie sich nicht daran erinnern können, während sie die Zeugenaussage im Januar oder Februar dieses Jahres geschrieben haben und immer wieder festzustellen bleibt, auch wenn ein Polizist sehr viele Aktionen hat und sehr viele Demonstrationen und sicherlich viel erlebt in seiner Laufbahn. Aber ich unterstelle der Berliner Polizei auch, dass es kein alltägliches Vorkommnis ist, einen Rechtsanwalt mit einer gelben Weste, wo hinten Rechtsanwalt draufsteht, zu verhaften bzw. festzusetzen. Das, glaube ich, ist kein alltägliches Erlebnis und deswegen fällt es mir auch sehr, 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 sehr schwer zu glauben, dass sie sich an dich nicht erinnern können. Ja, das Problem ist in der Tat vielschichtig. Früher hat mich auch immer verärgert oder irritiert, dass Polizisten, die ja natürlich unglaublich viele Taten wahrnehmen und unglaublich viele Vorwürfe, Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten beobachten, dass sie sich nach langen Ermittlungsverfahren so detailliert erinnern und sie dann aber auch immer offenlegen, dass sie natürlich in die Akte nochmal reingeschaut haben. Sie erinnern sich also meistens an die Akte, an den Akteninhalt. Und ihre womöglich eigenen Aussagen in dieser Akte. Das finde ich suboptimal. Eigentlich müsste man wirklich Zeugen nur oder Zeugenaussagen nur glaubhaft finden, wenn sie aus einem lebhaften Erinnern, also sozusagen vor dem inneren Auge erscheint diese Szene nochmal. Das sind wirklich überzeugende Zeugenaussagen. Und Polizeibeamten neigen immer dazu, den präzisen Punkt des Vorwurfs, sozusagen das entscheidende Detail, aus der Akte sehr gut zu erinnern. Und das rechtliche Umfeld ist gewissermaßen dem Abgrund des Vergessens anheimgeraten, was natürlich ist. Ja. Aber hier ist es ja noch mal anders. Und das ist auch wirklich ein Phänomen, vielleicht vor allem der Berliner Polizei kann ich nur so subjektiv wahrnehmen, dass man eben auch noch mal das ein oder andere Schippchen dazu tut. Und noch mal ein Detail hervorhebt. Oder, und das muss ich sagen, das ist natürlich dann wirklich das Ende des Rechtsstaats, das, was die Richterin meinte, dass sie dann einpacken können, wenn Polizeibeamte sich Geschichten ausdenken. Und in meinem Fall haben sich Polizeibeamten Geschichten ausgedacht. Und ich habe das leider auch schon einmal oder zweimal oder dreimal sehr, sehr oft gesehen in den letzten 3 Jahren. Ja, ich leider auch. Auch davor übrigens. Also in einem Verfahren davor konnte ich dann aber mit einem Video, was ich schon in der Hauptverhandlung der ersten Instanz dabei hatte, haben wir alle Zeugen aussagen lassen, sie sich an atemberaubende Dinge erinnerten und dann auf dem Video
selbst ansehen durften, dass das alles frei erfunden war, mit Verlaub. Das ist dann nicht mehr redlich und da muss die Justiz, und das ist vielleicht auch ein Ergebnis dieses Verfahrens, zumindest die Beteiligten müssen mal in sich gehen und vielleicht ihr bedingungsloses Vertrauen in die Wahrhaftigkeit der Aussagen von Polizeibeamten etwas relativieren und kritisch hinterfragen lernen. Jetzt weiß ich, dass ihr Anwälte nicht gern in den spekulativen Teil kommt. Aber ich möchte trotzdem mal wissen, was du meinst, wie es dazu kommt, dass so viele junge Menschen, Polizisten, lügen. Oder die Unwahrheit, wie man ja juristisch sagt, die Unwahrheit sprechen. Wer sagt denen, hey, du musst jetzt wie Pinocchio dir irgendeinen Quatsch ausdenken, nimm dir einfach ein Märchenbuch und erzähl, dass der Tobias Gall um sich geschlagen hat und Widerstand geleistet hat. Wer kommt auf sowas? Wie kommt es, dass so viele Menschen, das waren ja heute mehrere, die die Unwahrheit aus der Sicht des Videos heute gesprochen haben? Doch, das so nicht sagen. Aus Sicht des Videos, was wir als Beweis heute vorgelegt haben, hat keine der schriftlichen Zeugenaussagen das wiedergegeben, was da zu sehen war. Das ist, bleibt festzuhalten. Ja, ich würde also bei den heutigen Zeugen trotzdem sagen, da hat ihre Erinnerung sich getrügt, wie auch immer. Aber zu den Hintergründen kann man schon was sagen, das ist gar nicht so spekulativ. Also das, dazu haben wir zu viele Verfahren auch inzwischen gehabt. Es gibt gerade bei den berüchtigten Berliner Einsatzhundertschaften schon letztlich politische Vorgaben von der Senatsverwaltung, von der Polizeiführung, die ganz im Einklang mit der, mit dem Zeitgeist sozusagen damals standen, dass wir in einem Ausnahmezustand sind, eine Pandemie von weltweiter und auch nationaler Bedeutung herrscht und die Maßnahmen, die die Polizei, die, nein, nicht die Polizei, sondern die Politik, also die Regierung ergriffen hat, die Verwaltung ergriffen hat, wirkungsvoll sind und alternativlos. Ja? Also das Krisenmanagement der Politik war sozusagen optimal. Und das in Zweifel zu ziehen, das war auch wirklich der Politik ein Ärgernis. Ja? Und es gab dann halt eben auch wirklich diese Haltung, die ja also sehr fruchtbar war, auch in den Medien und überall, auch in großen, auch in einer Mehrheit der Bevölkerung, dass diejenigen, die diese Maßnahmen fundamental falsch halten, die Pandemie nicht für so dramatisch halten, dass sie solche freiheitsbeschränkenden Maßnahmen so lange rechtfertigt, dass das Schwurbler sind, Querdenker, Verrückte, Rechtsradikale, Esoteriker, was weiß ich. Also alles, was gewissermaßen Menschen als minderwertig erscheinen lässt. Das war eben auch in der Polizei durchaus die Meinung. Und mit dieser Haltung gingen die auch an diese Versammlung. An das, die Versammlung des Querdenkermilieus, wie das im Polizeijargon dann hieß. Das heißt, die hatten einfach einen politischen Bias, könnte man sagen. Ja? Und das darf Polizei nicht haben. Das darf auch eine Regierung nicht haben. Ja? Gerade wenn Menschen in einem demokratischen Rechtsstaat auf die Straße gehen und von ihren Grundrechten Gebrauch machen, dann sind diese Menschen in ihrer Meinungsäußerung zu schützen und nicht zu bekämpfen. Und das war ganz klar politische Leitlinie, jedenfalls hier in Berlin, diese Versammlung zu stören und gewissermaßen zu möglichst auch zu kriminalisieren. Und dann nehmen Polizisten auch wahr, also wir haben Äußerungen gehört, auf Video auch, es gibt gute und es gibt schlechte Demonstrationen, sagen ein Polizisten. Das halte ich für ein ziemlich schweres Dienstvergehen. Oder die gesagt haben, Gerechtigkeit war früher. Ne? Oder Rechtsstaat war früher. Gibt es Aussagen von Polizeibeamten? Die waren gewissermaßen schon ganz schön in politischer Wallung. Und das darf in einem demokratischen Gemeinwesen nicht sein, dass die Polizei oder auch die Politik gewissermaßen Meinungen vorgibt und sie durchsetzt. Das darf nicht sein. Sie dürfen Maßnahmen ergreifen und müssen sie im Meinungskampf vielleicht auch verteidigen. Aber sie dürfen sie nicht kriminalisieren. Und das war die große Marschrichtung. Und da fühlten sich einige Polizisten, die besonders staatstragend wirken wollten in dem Zusammenhang, eben veranlasst, auch ein bisschen die Wahrheit, das Erleben ein bisschen zu pimpen oder zu beeinflussen oder ein bisschen anzuheben oder auch mal was zu vergessen. Ja, und diese politische Verfolgung endet hier auch noch nicht. Das ist mir nämlich jetzt auch erst bei deinem Prozess eingefallen. Wir stehen hier übrigens nicht
weit entfernt von diesem Theodor-Heuss-Platz, um den es sich dreht. Maximal 500 Meter, würde ich sagen. Entfernt sind wir hier und mir ist heute aufgefallen, dass ich auch in wenigen Wochen eine Verhandlung habe, die circa 2 Stunden nach deinem angeblichen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten auf diesem Theodor-Heuss-Platz passiert ist. Mhm. Und zwar habe ich da mit dem Pianisten Arne Schmidt gesehen, dass dieselben Polizisten, die dort zum Teil auch autistische Menschen über den Platz gewaltsam schliffen, dass diese selben Polizisten kurze Zeit später zu sechst in diesem Transport an dieser Polizeiwanne ohne FFP2-Maske saßen. Das heißt, sie haben, entschuldigt, dass ich das jetzt mal so sage, einen Scheiß an irgendein infektiöses Virus geglaubt. Und wir haben die dann dabei gefilmt und die waren erstmal ein bisschen überfordert mit der Situation. Wir wollten das aufzeigen, dieses Unrecht. Und weil wir ein bisschen zu lange wahrscheinlich gesprochen haben, haben die Polizisten so lange überlegt, wie können wir das, den Spieß jetzt umdrehen, und fingen dann an mit der Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes, obwohl jeder auf diesem Platz mithören konnte. Und auch wegen diesen angeblichen Bildrechten, obwohl die Polizei auf einem öffentlichen Platz für alle zugänglich und alle sichtbar stand. Und das geht jetzt auch in die Berufungsverhandlung. Irgendwann Ende Dezember, das veröffentliche ich nochmal, stehe ich mit Arne Schmidt vor Gericht. Und das ist genau derselbe besagte Tag, derselbe Platz und circa 1 bis 2 Stunden nach deiner angeblichen Tat des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Ja, staatliche Entscheidungen sozusagen gegen den Bürger auch mit Polizeigewalt, also mit Staatsgewalt gewissermaßen durchzusetzen, ausgeübt durch Polizeibeamte, das war deren Antrieb. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die so daran vertrauten, dass sie oder Angst hatten vor den Demonstranten als Virenschleudern oder sowas. Ja? Aber es ging eben darum, staatliche Entscheidungen durchzusetzen. Bedingungslos durchzusetzen. Ohne den ja in jeder einzelnen Polizeihandlung wichtigen Gedanken von Verhältnismäßigkeit immer und immer wieder zu überprüfen, immer und immer wieder zu fragen, ist das jetzt in dieser konkreten einzelnen Situation noch angemessen? Ja? Ja. Das wurde auch politisch verstärkt gewissermaßen ausgesetzt. Ja? Man sollte mit diesen Widerständlern nicht so vorsichtig umgehen, sondern man sollte da wirklich durchgreifen. Und das ist eben ein, ich sag mal, Chorgeist der Polizei, der zum Polizeistaat führt. Und das hatten wir damals. Das finde ich ganz entschieden. Tobias, ich danke dir nach diesen vielen Stunden noch für deine Reflexion des heutigen Tages und auch deinen Widerstand, denn du hast am Endeffekt auch nur was Gutes gewollt und bist da mit deiner Rechtsanwaltsweste über den Theodor-Heuss-Platz an diesen besagten Tag gelaufen. Und am Endeffekt hast du jetzt selber solche Scherereien. Vielen lieben Dank für deine Zivilcourage, auch deinen großartigen Verteidiger, von dem ich großen Fan bin, nachdem ich das heute miterleben durfte. Und mein Vertrauen geht an euch, dass ihr diesen Rechtsstaat mit eurem Wissen und eurem Know-how wiederherstellt. Vielen lieben Dank. Das war Tobias Gall. Ja, das ist eure Aufgabe und meine auf der Straße. Und eure mit Zivilcourage und mit Demonstrationen und Widerstand. Das war Tobias Gall, der Rechtsanwalt aus Berlin. Vielen lieben Dank. Ohne Grund rausgefischt worden. Ohne Grund rausgefischt worden. Einfach von hinten gepackt und raus. Du hast es gesehen, ja? Ja. Kannst du mal kurz... Ja, ich habe einen Gesprächspartner, der hat das Original übernommen. Können wir vielleicht mal kurz machen. Also mal ganz... So, jetzt mal kurze Frage. Du hast wahrscheinlich nicht gekommen, dass du die Schule abgeführt hast. Gab es da irgendwie einen besonderen Anlass dazu? Hast du da irgendwas gekommen? Hier, Bruder, einmal in der Länge rausgezogen von dem Team, hat er einmal rausgezogen. Einfach ein bisschen ohne Position, ich habe keine Weise. Okay. Was haben Sie gesagt? Wir haben Sie die Nummer genommen. Und danach?
Er braucht einen Anwalt, der muss nur eine Maske anziehen. Was für ein Anwalt? Er will wissen, ob er einen Anwalt hat. Wie die Maske aufzusetzen. Ich rede noch gerade mit der Frau. Nicht mit ihm. Wolfgang. Das war Willkür, ja. Einfach rausgezogen, ohne Grund. Was mich stört, ist, dass ich keine iPhone-Nummer habe. Sie eine Dienstkarte von mir. Das ist ein Anwalt. Ja, es ist ein Anwalt. Es wird immer besser. Erst wurde Captain Future ohne Grund aus der Menge rausgefischt, von hinten gepackt und einfach mitgezogen. Dann einfach hier hinten rein. Dann sind wir alle mit der Kamera hinterher. Anwalt wollte auch gleich hinterher. Der Anwalt wurde dann aber körperlich angegangen, aus welchen Gründen auch immer. Das war nicht ersichtlich. Da steht der Anwalt da hinten in der Ecke, steht der Anwalt noch. Ja, ich warte nochmal ab. Momentan bin ich da etwas gereizt hier. Und ich habe doch dreimal bitte gesagt. Ist das nicht voll wichtig? Ich habe Ihnen gesagt, dass mein Anwalt ist. Ignorieren. Mit dem Anschauen? Nee, sie hat seine Tasche gezeigt. Ja, Und da hinten bleiben Nazis, haben wir
staatlich finanziert oder nur föderal? Die gehören doch alle zusammen. Ja. Was merkt man am Verhalten? Ich habe das nicht verstanden. Also Ihre Frisur. Ich rede mit Ihnen. Ist das angekommen hier? Damit wir jetzt in einer Sprache sprechen. Eben haben wir es anscheinend nicht gesprochen. Lassen Sie den Finger bei sich. Völlig unmöglich. Ja, dann bleiben Sie weg. Lassen Sie die Hände wieder bei sich. Und Sie halten auch, Herr Mittagsschatz. Arbeiten doch. Brauchen Sie einen Anwalt? Das ist ein Anwalt. Hier wird gerade ein Mandant, der von seinem Anwalt betreut werden möchte, davon abgehalten, juristisch betreut zu werden. Der Anwalt wird selbst gewaltsam festgehalten. Er wird sehr harsch angegangen von der Polizei. Es ist ein unhaltbarer Zustand. Es ist rechtsstaatsunwürdig. Hausdurchsuchung, Hausdurchsuchung. Hilfen Sie Polizei, nehmen Sie die Hände hoch. Hausdurchsuchung, Hausdurchsuchung. Sie sind verhaftet, Schluss mit Schwurbelei. Hausdurchsuchung, Hausdurchsuchung. Hausdurchsuchung, Hausdurchsuchung. Hilfe, Zentrale, der Vierte macht Randale. Der Nachbar ist ein Mörder, interessiert das nicht? Nein, denn er hält sich an die Maskenpflicht. Ich warte auch nur auf Demos und habe nichts gemacht. Doch sie haben die